Guten Morgen aus den Alabama Hills. Es ist ungefähr 6.30 Uhr. Ich erkunde ein bisschen die Gegend. Da hinten steht unser Camper. So, alle Türen zu und dann geht's los. Wir haben unseren Stellplatz jetzt verlassen und fahren so ein bisschen durch die Alabama Hills, wollen uns hier ein bisschen umgucken, ein bisschen wandern gehen und suchen uns dann einen neuen Stellplatz. Das hier ist noch nicht unser endgültiger Stellplatz. Wir halten hier nur, um hier so ein bisschen in der Gegend umherzuwandern. Besonders warm ist es heute Morgen noch nicht. Und es gibt immer wieder etwas zu entdecken. Hier haben wir ein Window in the Rock gefunden. Jo, das gucken wir uns mal näher an.
Fulda da an dem. Eine sehr schöne Wandertour, die wir hier vormittags machen. Leider ist es die ganze Zeit über bewölkt und auch die Sicht auf die Berge dort hinten bleibt uns eigentlich versperrt. Aber es fängt langsam an aufzuklaren und man sieht zwischendurch auch mal blauen Himmel. Wir hoffen einfach, dass es nachher noch ein bisschen besser wird, wenn wir den zweiten Teil der Wanderung machen am Nachmittag. Unseren ersten Teil der Wanderung haben wir geschafft. Wir gehen jetzt zurück zum Wohnmobil, werden was essen, ein bisschen was trinken, Kaffee machen und dann geht's weiter. Wir starten unsere Nachmittagstour. Und wie gehofft klart es auf, das Wetter wird besser und man sieht auch blauen Himmel. Heute sind wir genug gewandert. Das waren zwei Wandertouren, eine vormittags, eine nachmittags. Für heute ist dann jetzt Schluss. Tschüss aus den Alabama Hills. Und danke fürs Zuschauen.